Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich will euch heute nach einem guten Dreivierteljahr in Benutzung mein Battlecat vorstellen. Warum ich das gekauft habe, wie mein Fazit nach den ersten Wochen und Monaten ist und ob ich euch das natürlich zum Kauf empfehlen kann, das erfahrt ihr jetzt. Ja, um anzufangen, würde ich euch erstmal die Grundausstattung erzählen. Ich würde euch mitteilen, was alles in der Lieferung oder im Lieferumfang dabei ist, womit ihr rechnen könnt. Also in Summe habe ich das Komplettset genommen mit Motor und allem drum und dran und Zubehör, was ihr benötigt. Heißt, ich habe mich für das Modell entschieden, was um die 600 Euro kostet aktuell. Im Lieferumfang dabei sind drei Taschen, zwei Seitentaschen, das sind diese beiden, und eine hintere Tasche, wo zum Beispiel Batterien oder Klamotten oder andere Sachen unterkommen können. Vorneweg, die dritte Tasche habe ich fast nie in Benutzung. Hat den Hintergrund, weil sie mir vom Aufbau her nicht gefällt. Ich mag es nicht, wenn die hier hinten drin ist. Für meine Batterie nutze ich einen einfachen Eimer, wo ich meine Batterie drin stehen habe und die hier drin ist. Ansonsten zum Grundaufbau, es ist ein sehr, sehr leichtes Bellyboot. Das heißt, auch bei etwas größeren Strecken, die ihr mal zurücklegen müsst, könnt ihr die super tragen. Zumal ihr noch extra Tragegurte habt für den Rucksackbereich. Ansonsten sind mit dabei natürlich die Stange mit dem Netz hier vorne ran, sodass ihr eure Fische ordentlich ablegen könnt zum Abhaken. Ich persönlich nutze es nie. Dafür habe ich einen kleinen schwimmenden Kescher, den ich kontinuierlich nutze. Hab damit einfach bessere Erfahrungen gemacht, zumal das Teil hier vorne für meine Begriffe mehr blockiert. Zusätzlich dabei ist eine Echolot-Halterung und eine Halterung für den Geber und eine Rutenhalterung, wobei ich meine Rutenhalterung etwas modifiziert habe und mir hier etwas Schaumstoff rangeklebt habe, damit ich kontinuierlich meine Köder einhängen kann und nicht immer die Boxen hin und her wechseln muss. Ja. Wie habe ich meine Boxen und meine Taschen aufgebaut? Ich habe meine linke Tasche, da ist in der Regel immer meine Tacklebox drin. Da ist auch genügend Platz für Essen und Trinken und mehr braucht man in der Regel auch nicht mittransportieren. Was mir gut gefällt ist an den Taschen, dass sie auf den ersten Blick machen, sind sehr robusten Eindruck, sind auch nicht wasserdurchlässig. Aber sollte man mal mehr Druck oder mehr in der Tasche haben, dann kann es auch passieren, dass so eine Tasche mal einreißt. Also das von der Verarbeitung gefällt mir das nicht ganz so gut. Was haben wir noch dabei? Natürlich unseren Sitz. Sitz ist ganz einfach herausnehmbar, hat im unteren Bereich Klettverschluss, sodass er auch ordentlich im Belly sitzt. Auch hier ein kleines Manko von mir sind diese Halterungen hier. Klar, normalerweise sollte das gut halten. Ich habe hier nochmal einen extra Knoten reingemacht, damit das besser hält. Ist aber vollkommen in Ordnung. Reicht für mich aus. Und im hinteren Bereich haben wir noch mal zwei Rutenhalterungen. Zusätzlich dabei habe ich den 24 Lips Motor. Gefällt mir daher gut, weil ich ihn per Fernbedienung bedienen kann. Das war auch der einzige Grund, warum ich mich für das Belly entschieden habe. Ansonsten wäre es bei mir wahrscheinlich eher in Richtung Zec Belly Boot gegangen oder mein Angelkollege Marcel nutzt ein Jensi Boot, was mir persönlich deutlich besser gefällt. Aber auch das hat seine Vor- und Nachteile, wie jedes einzelne Produkt letztendlich auch. Vom Grundaufbau her sieht man ganz gut, wenn man es mal von vorne betrachtet, dass wir einen schönen Kiel zulaufend haben. Hat den Vorteil, dass wir uns sehr, sehr gut durch Wellen durchschneiden. Na, wir haben das jetzt an zwei Tagen am Bodden gemerkt, wo viel Wind war. War ich viel flexibler, total wendig. Ich war schnell unterwegs mit meinem Boot. Und konnte mich so viel besser durch die Wellen durchschneiden. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Boot, knappe 15 Kilo wiegt, was unglaublich leicht ist. Damit kann ich es, wie gesagt, erstmal leicht transportieren, aber ich bin auch schnell in der Fortbewegung. Wohingegen so ein Zec-Boot oder das Jensi-Boot oder die Boote mit einem härteren Gummi und mit einer besseren Gummimischung und mit einem zusätzlichen Einlegeboden einfach, ich denke,
nicht ganz so flexibel sind. Das heißt, hiermit bin ich schnell, hiermit bin ich wendig. Schreibt es mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu sind, welches Belly ihr einsetzt, mit was ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Würde mich auch mal interessieren. Schreibt auch mal in die Kommentare, wenn ihr sehen wollt, was wir im Vergleich von dem Yenzi-Boot im Vergleich zu dem Battle Cat hier halten oder zu dem Battle Boat hier halten. Was mir bei den Taschen auch nicht ganz gefällt, ist, dass wenn die beladen sind, dass sie gerne mal nach rechts oder links abrutschen. Ja, das gefällt mir beim anderen Boot viel besser, weil die Taschen flach sind und damit sauber aufliegen. Ja, sind die ein bisschen voller, dann hängen die manchmal hier so zur Seite runter. Ja, es ist einfach nicht schön. Gefällt mir auch nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Was mir auch nicht gefällt, ist, dass wir unter dem Sitz keinen zusätzlichen Luftboden haben. Ja? Man sieht, dass einmal Wasser drinne steht, wenn wir beim Fahren sind. Aber meines Erachtens ist das auch ein bisschen was mit der Stabilität. Denn wenn ich einen zusätzlichen Luftboden habe, liegt zum Beispiel meine Batterie viel stabiler im hinteren Bereich vom Motor oder im hinteren Bereich vom Boot. Und das finde ich persönlich schöner, zumal so immer Wasser drin steht und man hat eigentlich das Problem, ja, dass man ziemlich tief sitzt. Heißt, auch wenn man mal viel oder lange im Wasser unterwegs ist und gerade das Wasser ein bisschen kälter ist, hat man oft das Problem, dass es doch recht kühl wird. Zusätzlich haben wir noch rechts und links zwei Tragegurte, die dafür da sind, das Boot ganz normal anzuheben. Aber man kann es auch ohne Probleme am Spiegel anpacken und vorne ins Wasser ziehen. Ist auch kein Problem. Also von daher, ja, Fazit, meine Meinung. Unglaublich flexibel einsetzbares Boot, was seine Vor- und Nachteile hat. Ja. Zum Thema Preis-Leistung. Ich denke, das ist das, was euch am meisten interessiert. Meiner Meinung nach ist das hochwertigste am gesamten Boot der Motor. Und dazu habe ich auch eine klare Begründung. Erstmal kostet das Boot, glaube ich, 450 oder knapp um die 400 Euro, wenn man es rein kauft, also ohne Motor. Und da muss ich ehrlich sagen, da gefallen mir die anderen Boote deutlich besser. Ja. Zum Ersten haben wir einen zusätzlichen Boden, der aufgepumpt wird. Das heißt, ich sitze stabiler, das Boot liegt stabiler. Es macht es ein bisschen schwerer, aber es ist viel, viel stabiler. Dann finde ich das Schlauchmaterial ja nicht ganz so robust im Vergleich zu dem Yenzi-Boot zum Beispiel oder zum Beispiel zu den Zec-Booten. Hat man deutlich weniger Material verarbeitet. Klar, hat den Vorteil, dass es leichter ist. Ich finde, für 400 Euro kann man auch höherwertiges Material verbauen. Also Preis-Leistung finde ich in Ordnung, gibt aber auch bessere Modelle. Was mir gar nicht gefällt, ist die Echolot-Halterung. Aus dem Grund, weil angegeben ist, dass so gut wie alle Echolote daran halten müssen. Ich habe einen Lawrence, das passt nicht drauf. Sieht man auch ganz klar, es ist total schmal. Ich weiß nicht, wie manche Echolote dort angebracht werden sollen, aber kann mir auch gerne einer mal in den Kommentaren erklären. Zusätzlich finde ich, könnte die Halterung an der Seite sein, sodass der Geber noch ein Stück tiefer ins Wasser reinkommt. Aber das sind so kleine Mankos, da kann man sich drüber beschweren, muss man aber auch nicht. Was mir wirklich gar nicht gefällt, und da bin ich auch ehrlich, das gehört für mich in den Lieferumfang da rein, ist eine zusätzliche Tasche. Ich habe mir da aus dem Karpfensektor eine Tasche organisiert. Ja, ist eine einfache Tasche, wo normalerweise eine Liege unterkommt. Und da habe ich genügend Platz, um mein Bellyboot, mein Sitz, meine Taschen, alle Halterungen, auch meine Flossen, meine Warthose mit unterzubringen. Und so habe ich alles kompakt zusammen. Das gehört für meine Begriffe noch in den Lieferumfang dazu. Ansonsten ist es ein solides Boot für jeden, der einsteigt. Wahrscheinlich mit eins der einfachst zu handelsten. Ja, in Summe muss man sagen, dass es ein solides Boot ist. Preis-Leistung ist vollkommen okay. Zumal man sehen muss, dass das Gesamtset, ich glaube, knapp um die 600 Euro kostet. Das heißt Bellyboot inklusive Motor. Und das ist für mich eine Preis-Range, die vollkommen in Ordnung ist. Zumal auch viel Zubehör dabei ist. Sei es das Netz, sei es die Halterung, die drei Taschen insgesamt und der Motor. Also
man kann nichts verkehrt machen. Man muss halt für sich entscheiden, will ich ein bisschen mehr Qualität. Dann muss man auch bereit sein, ein kleines bisschen mehr Geld auszugeben, weil man eben Motor, Boot separat kaufen muss. Ansonsten ist man mit dem Set gut beraten. Meine persönliche Meinung, da scheiden sich aber auch die Geister, ist, das Design war auch nicht meine erste Wahl. Aber dadurch, dass das Ganze im Set kam, war es dann doch wiederum meine erste Wahl. Von daher, ja, finde ich das vollkommen in Ordnung. Was ich euch natürlich auch noch vorstellen möchte, ist meine Batterie, weil die ist unglaublich wichtig. Als ehemals passionierter Karpfenangler hat man so in den letzten Jahren die ein oder andere Batterie an seinem Motor, Elektromotor, dabei gehabt. Mittlerweile ist es so, dass ich auch echt sagen muss, dass mir das Gewicht von einem herkömmlichen Bleigel oder von einer herkömmlichen Bleigelbatterie einfach viel zu viel ist und auch die Leistung dahinter nicht ansprechend genug ist. Meine neue Batterie passt in so einen kleinen Eimer rein. Kann sie am kleinen Finger rausheben und ich kann sie damit tragen. Meine erste Wahl, und das ist eine absolute Kaufempfehlung, geht hin zu einer Creabest Lithium-Ionen-Batterie. Die hat 42 Ampere-Stunden und hält unglaublich lange, versorgt den 24-Lips-Motor perfekt mit Energie. Und man muss auch sagen, für 300 Euro inklusive Ladegerät macht man in dem Bereich nichts verkehrt. Ich habe es gemerkt, als wir jetzt am Bodden waren, ich bin 2 Tage lang komplett durchgefahren, musste die Batterie nicht laden und hatte ausreichend Energie, um die 2 Tage komplett, ja, auch gegen Wellengang voranzukommen. Ich habe unglaublich viel Spaß damit, zumal ich nehme sie ganz schnell, pack sie in meinen Eimer. Mein Eimer landet dann im hinteren Teil vom Boot. Ich verkabel nur noch die Pole und dann kann ich losfahren. Und das ist für mich wichtig, gerade wenn ich flexibel, schnell unterwegs sein will. Dann brauche ich keine Batterie, die viel wiegt und wenig Leistung hat, sondern dann brauche ich was wenig wiegt und viel Leistung hat. Und damit seid ihr mit den Batterien, ja, absolut auf der sicheren Seite. Zumal diese Batterien, ich denke, das ist euch allen bekannt, viel, viel mehr verzeihen. Gerade was die Zwischenladung angeht. Es gibt keine Ladezyklen oder keine, ja, es gibt keine vorgegebenen Anzahlen von Ladezyklen, sondern die sind einfach deutlich robuster. Und mit denen hat ein Angler, und vor allen Dingen ein Bellyboot-Angler, viel, viel mehr Spaß, weil es für meine Begriffe darauf ankommt, wenig Gewicht dabei zu haben, flexibel zu sein, schnell zu sein. Und das macht das Bellyboot-Angeln aus. Daher, das Teil will ich nicht mehr missen. Bin happy, dass ich die Batterie gekauft habe. Marcel ist eben noch unten. Hä? Meinst du? Ja, also ich bin happy, dass ich die Batterie gekauft habe. Ich will sie nicht mehr missen. Und ich denke, für alle, ja, die da Wert drauf legen, sollten sich das Teil anschauen. Schreibt mal in die Kommentare, was nutzt ihr für Batterien? Nutzt ihr überhaupt einen E-Motor? Nutzt ihr keinen E-Motor? Geht ihr viel vom Bellyboot angeln? Wenn ja, wie? Spart ihr auch so viel wie wir? Weil im Endeffekt, ich habe nur meinen Rutenhalter dran, eine Tasche drauf, mein Sitz ist drauf. Ich habe sogar ganz selten den Motor mit dabei, weil ich viel zu faul bin, alles mitzutragen. Aber wenn ich es dabei habe, dann natürlich in dem Setup, in der Konfiguration. Also, ich hoffe, ich konnte euch da einen kleinen Abriss geben. Ich konnte euch zeigen, worauf ich Wert lege, was mir wichtig ist. Und ansonsten schreibt es doch gerne mal rein, was sind eure Anregungen, was interessiert euch und was wollt ihr als nächstes sehen oder wovon wollt ihr mehr sehen. Und dann lasst mich einfach wissen. Danke, ciao.